Hallo zusammen, ich erkläre euch heute etwas über Digitalradio DAB und warum das nicht in Österreich empfangbar ist und wir es trotzdem in Salzburg empfangen können. Ja, das ist Österreich. Man weigert sich hierzulande Digitalradio einzuführen. Okay, aber was ist überhaupt der Hintergrund? Analog. So hören wir jetzt Radio mit UKW, wo dann immer FM steht. Und das ist an beliebigen Wellen, ist so eine Welle abtastbar. Und analog ist auch so eine Zeichnung, leider zwangsdigitalisiert, weil über Beamer. Und darum habe ich es auch hier analog gezeichnet. So, und dieses analoge Signal wird digital abgetastet und da gibt es so ein wunderbarer Punkt ist und dann wird es mit Anti-Aliasing wieder zu einer schönen Welle. Aber da hat man eben nur Näherungswerte, nur an bestimmten Stellen. Und das nennt man Wert- und Zeitdiskret. So, das nächste Problem ist der sogenannte Signalrauschabstand. Man hat immer ein Grundrauschen, auch hier über das Mischpult und die Elektronik, aber das Rauschen ist so gering, dass man es jetzt nicht wahrnimmt. Und das eigentliche Nutzsignal, was man dann hört, und wenn das zu gering ist, weg, ja. So, beim UKW-Radio haben wir eine Frequenzmodulation. Die Frequenz wird entweder etwas höher oder etwas tiefer und dadurch entstehen auch wieder die Wellen. Aber es ist immer noch analog und das Rauschen wird dann so wiedergeben. Das ist die Eigenschaft eines UKW-Radios. Dann gibt es einen weiteren Punkt. Wenn ihr klassische Musik hört, habt ihr einen Unterschied zwischen Pianissimo und vielleicht Fortissimo und das ist dann so der Unterschied zwischen laut und leise. Und dadurch kann es schon ein Pianissimo schon sehr am Rauschen sein. So, das ist im Bereich der klassischen Musik. Sehr viele Lautstärkeunterschiede und wenn dieses Pianissimo zu nah am Grundrauschen ist, dann hört man das Rauschen mit. Kann man übrigens sehr gut bei Bayern Klassik analog hierzulande vom Untersberg beobachten. Bei Popmusik, wenn man analog hört, hört man das nicht so schnell, weil da wird alles viel mehr komprimiert. Es merkt man auch, wenn ihr so auf Ö3 schaltet, dass man auf einmal die Lautstärke zurückdrehen muss, weil da ist alles viel lauter gemacht, es gibt kaum Dynamikunterschiede und wum, 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 wum. Gut, und somit wird das wunderbare Rauschen bei Popmusik übertönt. Also da ist wurscht, ob digital oder analog, weil das Grundrauschen, ja, man hört es nicht. Und auch hier die wunderbare Tontechnik, man hört das Grundrauschen nicht. So, Beb Judge hat so an sich, dass man nicht aussuchen kann, wann es weitergeht. So, und wie hier erwähnt, man hört das Rauschen eben bei klassischer Musik eher. Rot ist das Grundrauschen und das Blau ist die klassische Musik. Wir sind immer noch analog, drum immer noch handgeschrieben. So, und Rauschen entsteht durch elektrische Spannungen, durch drahtlose Übertragungen wie Radio. Und das nächste Problem ist, Signal wird mit der Entfernung schwächer. Darum tue ich mich natürlich schwer, wenn ich Radio aus Budweis hier empfangen will. Im Autoradio auf 106,4, es funktioniert an manchen Stellen. So, und beim UKW-Radio, was noch besonders lustig ist, jetzt bin ich in Salzburg, dann fahre ich vielleicht nach Hallein. Ja super, ich kann mal wieder die Frequenz ändern. Und hier habe ich eben ein fiktives Beispiel. Ich brauche alle paar Kilometer eine neue Frequenz, weil wäre die Frequenz gleich, dann haben wir einen Laufzeitunterschied, je nachdem, wo ich stehe. Wunderbar, die Folie ist hier. Und dann würde sich das anhören wie in einer Kirche. Und Radio, wenn so ein wunderbarer Halt bei den Nachrichten, wie wenn ich in der Kirche stehen würde, ich weiß nicht so recht. Das wäre beim analogen Radio das Problem. So, jetzt kommen wir zu digital. Wenn es jetzt recht rauscht beim Digitalen, dann ist im Prinzip so, ich kann, solange ich diese Zahlenwerte oben, diese 0,1, noch lesen kann, kann ich jetzt sagen 26, 43, 47. Wenn ich es analog empfangen würde, müsste ich es als Radio so übertragen. So, und Digitalradio, DAB, kann noch viel mehr. Man hat hier in Bayern wunderbaren Ausbau, auf jedem Sender die gleiche Frequenz, überall auf der Frequenz 11D, beziehungsweise Kanal
11D. Ich kann quer durch Bayern durchfahren und es braucht keinen Senderzuglauf und der kompensiert. Und weil die Wellen nicht an der Grenze Halt machen, sieht man hier den blauen Bereich und auch der Sender Untersberg versorgt das Berchtesgadener Land, aber nicht nur das Berchtesgadener Land, sondern auch Salzburg. Und ich kann in bester Qualität bayerisches Radio hier in Österreich hören, beziehungsweise hier in Salzburg. Es gibt auch zahlreiche Empfangsgeräte, weil die Leute glauben, ja, da brauche ich auch Internet und das ist ja viel komplizierter. Na, und das ist eine Frechheit, das umstellt. Na, man muss nur das richtige Gerät kaufen und dann kann die Oma von heute das genauso bedienen. So, in Österreich machen es immerhin ab 1. April einen Testbetrieb. Der ORF will sich trotz großer Bedenken wohl an DAB-Plus-Testversuch beteiligen, sagt der Ö3-Chef Georg Splatt. Ich vertrete die Meinung, dass das Radio den Weg ins Internet finden wird und auch gefunden hat. Ja super, aber was ist, wenn er Hochwasser ist und Internet fällt aus, dann empfange ich gar nichts. Danke. So, und das Digitalradioangebot in Südtirol, inklusive ORF und Co., aber nein, in Österreich. Nein, das will ich nicht überfangen, es ist ja Internet. Ja, aber zu was? In Südtirol geht es ja auch. So, und damit möchte ich mich wunderbar für die digitale Aufmerksamkeit bedanken.